Was war das gerade? Patch, achso. Ja, 1950. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da ein Datum reinkommt, oder? Für Dad von Otto. Ah, okay, ich versuche. Was haben wir hier noch? Shiners wäre auch noch eine Möglichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten. Da noch ein Zettel. Er hat sogar eine Tasse von Otto. Dann versuchen wir es mal mit Otto. Vielleicht ist sein Sohn Otto und Otto ist das Passwort. Versuchen wir es. Ja. Passwort vergessen kann ich anklicken. Ja, ich versuche es damit. Einmal die Football-Mannschaft da oder Baseball 1988. Nein. Dann sein Diplom war 1965. Klappt das? Ah, nicht. Kann ich nicht? Nee, ich darf nicht. H. Fischer, ja. Ich versuche nochmal mit 12th Night zusammengeschrieben. Ups, Entschuldigung. Ohne Leertaste. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ah, ah. Boah, was. Das ist. Okay, das ist jetzt aber was, was ich nicht nachgucken will. Das will ich selbst rausfinden. Das ist jetzt ja nun. Gibt's hier noch was? Herman F. Fischer, Bachelor. Bachelor. Das wäre doof. Und 1965, glaube ich, reicht, oder? 4. Mai 65? Wollen die das so ausführlich haben, vielleicht? Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. 4. Mai 65. Da muss ich jetzt noch berücksichtigen, dass das hier amerikanisch ist, ne? Also erst den Mai, dann den 4. Und dann 1965. Vielleicht. Ich glaube auch nicht, dass das so kompliziert ist, oder? Ist hier noch irgendwas? Rugby war das übrigens. Und das ist 1988. Das hatte ich probiert. Ach, hier ist ja auch noch was. Ich habe gar nicht geguckt. Vielleicht ist hier was. Auf diesem Schreibtisch zu entdecken. Ach, guck mal an. Was steht da? Herman's Ex called angry. 555-9433. Rufen wir mal die Ex an. Vielleicht weiß die das Passwort. 9433. Fischers Ex. Vielleicht verplappert die sich mit dem Passwort. You've reached Valerie. I'm not here right now or I can't make it to the phone. What the hell? You got me. I'm screening my calls. So, die hieß Valerie. Valerie. Vielleicht liebt er seine Frau immer noch. Und er hat Valerie als Passwort. Ne? Probieren wir gleich mal aus. Was haben wir noch hier? Oh Gott, das glaube ich eher weniger. Also, Valerie wäre doch eine Möglichkeit. Weil sonst... Ja, es könnte sein, dass das durchaus damit zu tun hat. Da wird er 65. 12. November? Herman hat am 12. November Geburtstag. Das, ja, ich wundere mich gerade, weil das mein Geburtstag ist. Und dann steht da Herman 6511. Ne, 111. 65111. Interessant. Okay, 65111. Das probiere ich mal eben und dann versuche ich Valerie. Also erstmal 65111. Das stand da, ich weiß zwar nicht warum. Ich komme nicht rüber. Okay, ich muss da so ganz... Dann versuchen wir es jetzt mit Valerie. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das hinkommt. Ich weiß jetzt nicht, wurde sie jetzt mit einem L geschrieben und IE, ne? Das rufe ich nochmal an. Valerie. Ich rufe nochmal eben an. Ich hab die Nummer vergessen. Oder habe ich die jetzt gespeichert, die Nummern?
Achso, nee, das sind nur die... Dahlia, ich kann Dahlia anrufen. Also das nehmen. Achso, weil die mich ja einmal angerufen hatte. Also das nehmen. Stand ein Schatten? Nee. Ich muss noch mal eben gucken, war das 9433? Ich will noch einmal probieren. Ich muss noch einmal gucken, wie der Name geschrieben wird. War richtig. War richtig geschrieben, Valerie. Und das war aber auch nicht richtig. Hm. Ach man, wie kriegen wir jetzt das Passwort raus? Das ist echt nicht so einfach, ne? Also 12. November, Herman. Warum denn 25? Verstehe ich nicht so ganz. Ja, 12. November auch natürlich eine Möglichkeit, aber pff. 12. November 1965. Einfach sein Geburtsdatum. So ganz simpel. Versuchen wir das. Warum ist das extra da eingekreist? Ja, mal gucken. 12. November 1965. Erstmal so rum, was wahrscheinlich falsch ist. Nee, ich muss das andersrum tippen. Also erst November. Ach so. 1965. Klappt das? Dann machen wir einfach nur 11, 12 und dann 65. Ohne die. Auch nicht. Och man, das ist doch nicht so... Oh, Leute, soll ich jetzt noch lange rumprobieren oder wie machen wir das? Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und wenn ich noch ein paar Möglichkeiten rausgefunden habe, melde ich mich wieder, ne? So machen wir das. Bis jetzt. So, dann melde ich mich wieder zurück. Ja. Folgendes, ich habe zur einen noch gesehen, dass es hier noch einen Raum gibt. Also wir waren ja hier schon bei der Sekretärin und daneben war hier noch ein Raum. Hier habe ich jetzt aber auch keine großartigen Dinge gefunden. Ich habe mich hier auf jeden Fall nochmal umgeguckt. Hier ist nur ein Schild, hier, dass man die Tür geschlossen halten soll, aber nichts weiter zum Angucken. Dann habe ich noch eine Sache probiert, und zwar war ja hier der Hinweis auf die ganzen Sternzeichen da hinten an der Wand. Und da er ja Skorpion ist, habe ich einfach mal hier Scorpio probiert. Das hat leider auch nicht funktioniert. Dann habe ich hier an diesem Kleiderständer... ein Schild mit dem Namen Niki drauf gefunden. Ich weiß nicht, ob das ein Hund oder sein soll oder vielleicht irgendwie eine Callgirl, was er angerufen hat, keine Ahnung. Das war doch, dann habe ich hier den Shiners noch eingetippt auf dieser Mütze. Das hatte ich ja auch noch vergessen, stimmt, ne? Und ich hatte dann hier noch ein Foto gesehen, dass hier doch was angezeigt wurde, nämlich hier geheiratet auf Hawaii. Da habe ich nochmal Hawaii eingetippt. Nichts davon ging. So. Und jetzt, pass mal auf. Ich hatte ja immer gedacht, ich muss hier rein, aber wir können... Wie das jetzt gemacht? Da. Wir können tatsächlich auf Passwort vergessen klicken. Jetzt ohne Witz. Das geht anscheinend. Oh, das glaube ich doch nicht. Ach, scheiße. Unterlagen und Anwesenheit. Beantworten Sie die Sicherheitsfrage. Vergeudet 3 Jahre mit welchem Studium? Ach so, dafür waren die ganzen Hinweise. Was hat er jetzt studiert? Oh, scheiße, ich muss mal eben kurz gucken. Geologie, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum der Geologie studiert hat. Okay, also Geologie hat er studiert. Pass auf, also... Geologie. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal was richtig haben. Sehr schön. Name meiner Schlampe von Ex-Frau. Siehst du mal, wusste ich doch, dass das irgendwie einen Grund hat, die Valerie. So, dann wissen wir jetzt... Und dann wahrscheinlich seine neue Freundin kommt gleich und das ist dann die Niki, oder? Mal gucken. Mit IE war das, ne? Ja. Valerie. Was? Wo trenne ich mich von Freiheit und Glück? Meint er sein Rugby-Spiel? Ne, wo trennte ich mich von Freiheit und Glück? Wahrscheinlich Hawaii, weil er da geheiratet hat. Ja, okay, also Hawaii. Passwort zurückgestellt auf Sunday 45. Ja, da hätte man ja drauf kommen sollen. Okay, dann machen wir das jetzt. Sunday 45. Ist die Frage, ob er das wirklich mal rausfinden kann. Also,
Wenn man das jetzt nicht auf diese Weise, noch 45 war richtig. Wenn man das nicht auf diese Weise macht, ob das irgendwie eine Möglichkeit gibt, doch ein richtiges Passwort rauszufinden. So, Abteilung. Oh, geht weiter. Shit. You break it? It just froze on me. It is her. It is her. We moved? You don't remember because of the accident? Simmons Street. That's not a great neighborhood. Why would we move there? I guess the cop was right. My ID was old. That wasn't my house. What else did I forget? There's a phone number. Why don't you call it? 8432. Okay. There's no reception. I'll be outside. Good luck. Yes? Cheryl? No, Dahlia. You want me to find her? Who's calling? It's her father, Harry Mason. Is she okay? Harry? Is she okay? Who the hell do you think you are? Sorry? What's the... Leave me alone! Oh, scheiße. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Wie war das Rennen? Noch kann ich nicht rennen. Jetzt kann ich rennen. Ja, es geht wieder los, ne? Also. Nee. Geh doch weg! Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. So. Ach, wir versuchen einfach unser Glück, ne? Wir rennen einfach mal blind drauf los und hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Irgendwann werden wir schon die richtige Tür erreichen. Ich hoffe mal, dass wir hier so lang müssen. Da rutschen wir unter durch. Gut, dass ich das jetzt weiß, ne? Das habe ich jetzt letztes Mal auch nicht erkannt, dass man an manchen Stellen rutschen kann. Okay, da sind Viecher. So, ich hoffe, dass wir jetzt hier... Ah, das sind diese Chakus. Ach, hier sind wir hier auf dem Platz. Hier geht's nicht weiter. Fuck, da ist die Tür. Hallo, ihr beiden. Oh, Kacke. Lauf doch. Sag mal, wieso läufst du denn nicht, Harry? Oh, fuck. Das war jetzt gerade ein bisschen dämlich von mir, ja. Ach, fuck, geh weg. So, jetzt bitte weiter. Okay. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Da hoch? Wir versuchen einfach mal, ne? Ach Gott. Ich versuche jetzt weiter hochzukommen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, denke ich. Sowas hat man noch nicht. Durch. Naja, ich will mich nicht verstecken. Okay. Ja, ich glaube, es ist okay. Wir rennen mal durch die Tür dadurch. Hauptsache weg hier. Es sind sowieso jetzt ganz andere Räume. Also, ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eigentlich überhaupt groß mit Orientierung und so weiter kommen würden. Hoch da! So. Okay. Es ist was anderes, ja. Wir haben noch keine Fackel oder so gefunden. Normalerweise finden wir irgendwie mal eine Fackel zwischendurch, aber ich habe noch keinen Hinweis darauf, dass wir hier wirklich richtig sind. Oh, wo diese Sounds? Oh, fuck! War das richtig? Ich glaube, das war richtig, oder? Es weht auf jeden Fall hier irgendwie. Oh Gott. Ich glaube nicht. Oh! Oh, sind wir richtig? Hohoho! Anhören. Geil, wir sind richtig. The door shut behind you. I guess you're on your own. Show me some balls, okay? They're inside, so just go find them and get photos. Gonna nail that sleazy bastard, right? I'll try and get the doors open. Get moving! Fotos. Ich soll Fotos machen. Haben wir es jetzt hier... Wovon soll ich Fotos machen? Nicht sowas, ne? Ich soll Fotos machen, ja.
Ich denke nicht so. Ich will mal versuchen, ob ich jetzt hier mal eben speichern kann, weil wir haben es ja ganz gut hier bis hin geschafft. Ich speichere das jetzt auch, habe ich getan. Ich soll Fotos machen. Nachricht. Klatsch. Super, Paparazzi-Stätten. Der Hof, der Parkplatz und die Umkleideräume. Na dann los. Parkplatz und die Umkleideräume. Da muss ich jetzt hin, ne? Och, nö. Fuck, wie komme ich denn da hin? Parkplatz. Okay, nach links. Was war jetzt Parkplatz und was noch? Ich hätte es schon wieder vergessen. Scheiße. Ich habe die Nachricht wieder vergessen. Das gibt's doch jetzt nicht. Ich habe die Nachricht vergessen. Umkleideräume, okay. Also Umkleideräume sind ja auch bei der Sporthalle. Also ich muss tatsächlich erstmal nach links da wieder in die Turnhalle rein, ne? Puh. Versuchen wir es mal, ne? Oh, Fotos machen. Neue Wegpunkte zugefügt. Schön. Das ist rot. Soll ich da hin? Ach, hier ist ein Foto. Hallo. Ich muss Foto machen. Ich kann mein Menü nicht aufrufen. Okay. Ja. Na, ich hab mich nochmal gespeichert. Ich bin hier weg. Ja, jetzt muss ich irgendwo. Oh Gott. Ich muss hier irgendwie wieder zurück, ne?